Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Runde von Let's Play Sky Factory 2. Ja, ich war noch ein bisschen tätig auf Screen. Ich bin mal wieder in einen Baurausch verfallen, wie man hier unschwer erkennen kann. Ich habe Büsche gefarmt, die ganzen XP-Büsche aufgebaut und noch ein paar zusätzlich gehofft, dass ich noch welche kriege, was ich auch getan habe. Dafür noch einiges an Steinen hier durchgejagt. Wie man sieht, hier sind immer noch ein paar übrig. Ein paar Büsche. XP-Büsche sind da vorne auch noch welche drin. Weil, ich möchte jetzt hier noch ein bisschen was dran machen. Huch, mein Hals. Und zwar, bim, 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 möchte ich hier auf die altbewährte Sky Factory 1 Methode zurückgreifen. Harvester und Planter. Und zwar permanente Abbauen von den XP-Bären für spätere Verlaufe des Let's Plays. So, wir brauchen erstmal einen Harvester. Einer reicht jetzt gerade erstmal. Ist eigentlich gar nicht schwer. Maschinenblöcke haben wir, glaube ich, noch. Eine Schere und Plastiksheets. Oh mein Gott. Ich dachte, das wäre teuer. Boom. So, eine Schere. Dann dürften wir schon alles haben. Ja, sag ich doch. Gut, das ging schneller als gedacht. Alles klar. Energy. Haben wir auch noch 15 Stück. Perfekt. So, der kommt nämlich dann mittig jetzt hier hin. 2, 4, das ist ein 9x9 Feld übrigens. 2, 4, 6, 8, 9, ja. 2, 4, 5. Bumm. Genau da, wo die Fackel ist. Also das ist ja ist ja praktisch. So, bumm. Du hast Energie? Perfekt. So, dann müssen wir ein. Ja. Ne, das funktioniert hierbei leider nicht. Barrel. So, wir brauchen eine Barrel. Dann brauchen wir dazu die Upgrades. Ich hole mal gerade ein paar raus, weil ich nicht weiß, wie viele ich im Endeffekt brauche. So, habe ich keine einsamen. Ja, toll, habe ich die alle schön zusammengeschmissen hier, als ich die ganzen Barrels abgebaut habe. Und wie heißen die anderen Dinger? Moment, da muss ich gerade nachgucken. Ich weiß gerade nicht mehr. Jabba. Die Dinger meine ich. Ach ja, stimmt, das waren die MK. Genau. Davon brauchen wir jeweils einen. Ja, du willst mich doch wohl veräppeln hier. So, einmal T2, T3, 5, das ist 6. Wo sind sie, die Vierer? Da. 4. Ah ne, genau, und ein Emerald zum Schluss noch. Genau. So. Sortieren wir sie am besten auch so, dass man sie einfach nur noch klicken muss. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann die Upgrades. Ja, ach so, genau. Das habe ich auch noch gemacht, wie man ja unschwer erkennen kann. Ich habe alle Barrels jetzt hier abgebaut und ich habe das System, für wo jetzt da hinten ist, hier fertig gebaut. Hier. Ich weiß, es ist zwar immer noch nicht perfekt, weil ich jetzt hier noch Channels übrig habe, aber. Und es sieht auch konfus aus, aber es funktioniert und das ist die Hauptsache für mich. Wir könnten noch so eine Reihe ohne Probleme hier nebenstellen, wenn noch was benötigt wird. Also wenn noch mal irgendwo von so viel große Mengen aufkommen, dass wir das müssten, haben wir noch locker Platz dafür. Notfalls kann man auch noch erweitern. So ist es ja nicht. Achso, ich brauche ja eigentlich gar nicht da durchzulaufen. Ich kann ja auch daher gehen. So, ja, du hast Energie. So, du machst alles bitte. Ja. Gib mich her. So. So, okay. Zack. Upgraden. Bumm. Okay. 127. 46, 19 und 1. Kann ich euch wieder auseinanderbrechen? Ja, kann ich gut.
Bumm. Perfekt. So. Hier haben wir gerade passend ein paar Beeren. Zack. So, das ist das. Dann brauche ich Iron. Und zwar brauche ich eine neue Drum. Ganz wichtig hierfür. Okay, nicht ganz wichtig, aber ich möchte es machen. Dann brauche ich Fluid. Oh, da haben wir genau noch eine. Dann müssen wir neue demnächst machen. Weil das Zeug, die machen ja hier. Zack. So, Extract or Without Signal. Insert. Alles klar. Gut, haben wir das. Jetzt müssen wir natürlich noch das kurz was essen und dann das Upgrade herstellen. So, das ist plus 3 müsste das sein, oder? Bei einem Neuner. 5, 7, 9. Ja, plus 3, ja. ja. Upgrade. So, plus 3. Iron. Ja, machen wir, gehen wir auch nochmal sicher und machen ein Copper Upgrade. Um. Alles klar. Perfekt. So. Boom. Ja. Haben wir irgendwo Bären, wo er dran arbeiten könnte? Da hinten. Zum Beispiel. Ja. Da hat er weggenommen. Kommt er bis da hinten hin? Ja, da ist weg. Schmeißt er die auch hier rein? Ja, tut er. Da hat er abgeerntet. Sehr schön. Funktioniert. Sehr schön. Und hier das Sludge. Das kann man theoretisch dafür verwenden, um... aus Sludge kann man mit einem Sludge-Boiler noch weitere Ressourcen gewinnen. Wie zum Beispiel... Was kann man daraus gewinnen? Mal gucken. Sludge. Nein. So. Ja, hier zum Beispiel Sand. Dirt 3.1. Hä? Aha. Corrosive Dirt. Achso. Gras wird auf diesem hier nicht wachsen. Meinetwegen. Clay, Dirt, Gravel. Red, roter Sand. Aber Soul Sand, das ist wiederum eine nette Sache. Könnte dabei rumkommen. Meizen, Netherrack mit einer geringen Chance. Ist halt so für Kleinigkeiten, also für als Nebenprodukte. Kann man irgendwann mal eventuell machen. So, das ist das. So, das gleiche möchte ich hier in halt kleiner für Möhren machen. Dafür braucht man Harvester und Planter. Moment, da fällt mir gerade ein. Die Fluid. Fluid. Conduit, da oben haben wir so. Clear Glass, okay. Mal gerade so. Clearglass konnte man doch über Chisel bekommen. Ich bin jedes Mal wieder am Rätseln, welche Glassorten man jetzt darüber kriegen konnte, welche nicht. Quite Clearglass. War das jetzt? Ja, okay, das geht, okay. Boom. Machen wir uns mal ein paar Stück. So. Dann kann das hier rein. Das kann wieder... Nein, das konnte eigentlich nicht rein. Na, egal. Gut. Dann möchte ich natürlich noch einen Harvester.
Eine Schere brauchen wir demnach noch, ne? So, eine Schere. Bumm. Und den Planter. Planter, wo ist er? Ist auch nicht so schwer. Tonflowerpötte. Ich weiß nicht. Ja, wir haben gerade keinen Ton hier. Clay. Bumm. Ja, lass mal den hier durchbrennen. Dann haben wir ja. Oh, da. Drei, sechs. Passt. So, das müsste ja. Genau. Flowerpot. Boom. So, und Pisten müssen wir noch. Haben wir einen? Oh, wir haben sogar noch einen. Okay, dann haben wir hierfür auch schon alles. Perfekt. Gut, habe ich den Harvester wieder hier reingepackt? Ja, habe ich, okay. So, Harvester. So, dann brauchen wir Item Notes. Weil irgendwie muss das ja auch rotieren. Und machen wir nochmal hier mit einer Barrel. MK 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. So, und dann noch die Upgrades. Dim, dim. Man könnte sich auch einfach merken, welche man eben benutzt hat, dann wäre das Ganze auch etwas leichter. Hehe. Gut, so. Da haben wir alles. So, der Plant, der Harvester kommt dahin. Oh, ich habe gar keine Energy Notes mitgebracht. Und ich. Ja, naja, okay. So, du kommst dahin. Ist ja logisch. So. Auch dann von dem hier rüber. Insert. Extract. Können wir schon mal einstellen. Nee. Energy. Zack. Bumm. Alles klar. Sehr schön. Ja. Kommst du bitte wieder her? So, hier festsetzen, dass er nur die Sachen da reinpackt. So, und jetzt kommt nämlich der gefährliche Part, nennen wir es mal so. Dum -dum -dum. Also gleich, sobald wir das hier haben. Ach so, okay. 3, 1, bumm, alles klar. So, das Ganze ist soweit vorbereitet schon mal. So, das. Ja, genau. Jetzt brauchen wir. Ne. Ein Bucket. Komm mal her. Weil wir müssen uns jetzt unterirdisch begeben. Was haben wir hier noch ein Kabelzaun? Ja, das dürfte ausreichend sein. Also ohne Pick. Boah, alles klar. Fackeln. Einfach nur auf Nummer sicher zu gehen. So. Ich würde sagen, machen wir das hier. Gehen wir einfach hier mal eben runter.
Hoch, hoch, hoch. Komm, weiter, 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 weiter. Sonst kriege ich gleich keine Luft mehr. So, okay. Das passt. Machen wir hier eine Treppe. Pustekuchen aber auch. So und so. Passt. Alles klar. Sehr schön. So, kann ich das hier abreißen? So, da dürfte ja dann der Harvester sein. Nein. Da ist dann die Barrel. Okay. Oh, meine Güte. Dann kommen wir wieder her. Bum, 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 bum. Fackeln. So, und einfach nur, damit ich hier nicht runtersegel. Machen wir auch hier so. Ich kenne mich ja. Zack. Zack. So. Und aus den gleichen Gründen mauern wir hier mal eben zu. So, da ist der Harvester. Da kommt der Planter hin. Oh, da müssen wir auch noch Energie hinkriegen. Ah, daran habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Ja gut, dann müssen wir doch nochmal hoch. Energy Conduits, komm mal her. So, da gehen wir hier runter. Einfach. Ich weiß ja, sieht irgendwie blöd aus. Ich könnte ja eigentlich mit Covern arbeiten, aber... Naja, irgendwann wird das eh alles ersetzt. Gehen wir hier runter. Bumm. So. Das heißt nämlich, dann kann ich nämlich hier, zack, Energie. So, und du brauchst natürlich, zack, Extract without Signal Insert. So, bumm. Okay, der kriegt jetzt die Karotten, die oben abgeerntet werden, bis das dann irgendwann das Inventar voll ist und dann fängt das Ganze an sich da zu sammeln. Das ist genau das, was ich haben will. Und dann machen wir mal gerade so. Überall, wo Wasser in den Void fließt, kann dadurch ist das Leckrisiko erhöht und das will ich vermeiden. So. So, das hier wird auch mit der Zeit immer voller werden. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und, oh doch, ich komme doch noch runter. Alles klar. Ja, ist doch. Da haben wir doch ein bisschen was geschafft, diesen Part. Ja, und ich hoffe, dass der Part euch gefallen hat. Und dass ihr heute, ja, dass ihr heute, nicht nur heute, dass ihr im Allgemeinen Spaß noch an meinen Videos findet. Und ja, noch eine Kleinigkeit, bevor ich jetzt wirklich den Part beende. Vielen, vielen, vielen Dank für den kleinen Hype, den mein Kanal jetzt dieses Wochenende erfahren hat. Ich meine, wir haben seit dem Wochenende über fast 60 neue Abonnenten habe ich bekommen. Und ich möchte euch hiermit recht herzlich willkommen heißen auf meinem Kanal. Und wie gesagt, hoffe, dass ihr Spaß an meinen Videos findet. Und dann würde ich sagen, ihr Lieben, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Part dann wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.